Apollodor von Athen war ein bedeutender Grammatiker und ein erfolgreicher und vielseitiger Schriftsteller aus der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts vor Christus, der in Alexandria, Pergamon und Athen wirkte. Leben: Apollodor war Sohn des Asklepiades aus Athen und Schüler des Stoikers Diogenes von Babylon, des Panaitios und des Aristarchos von Samothrake. Von seiner philologischen Arbeit am Musain ist bekannt, dass er den Text der Komödien des Epicharmus herausgab. Seinem Aufenthalt in Alexandria setzte vermutlich die Gelehrtenverfolgung unter Ptolemäus VIII. Physkon ein Ende. Da er seine Weltgeschichte Attalos II. Von Pergamon widmete, kann angenommen werden, dass er sich zumindest vorübergehend in Pergamon aufhielt. Anschließend lebte er bis zu seinem Tod in Athen. Werke: Keines seiner Werke ist erhalten. Die 356 Fragmente sind hauptsächlich in Homerscholien erhalten. Zu den dem Titel nach bekannten Werke Apollodors gehören Chiroomicon Iota Kappa Alpha, eine Weltgeschichte in vier Büchern von der Einnahme Trojas bis zum Jahr 119 vor Christus, abgefasst in jambischen Trimetern, Pi Epsilon Rho Theta Epsilon Nu, ein philologisch-theologisches Werk in 24 Büchern als Darstellung der griechischen Religion, Pi Epsilon Rot A Omikron Nü Epsilon Nü Kappa Alpha Tau Alpha Lambda Omikron Gamma Omikron Ypsilon, ein Kommentar zu Homers Schiffskatalog im 2. Gesang der Ilias in 12 Büchern, Pi Epsilon Rot Au Nü Alpha Theta Eta Nü Eta Sigma Iota Nü Au Alpha Iota Rho Iota Delta Omega Nü, Pi Epsilon Rho Pi Iota Chi Alpha Rho Mü Omikron Ypsilon, der oben erwähnte Epicharmus Kommentar in 10 Büchern, Pi Epsilon Rho Sigma Omega 4 Omikron Nü Omikron Sigma Tau Ypsilon Mu Omikron Lambda Omikron Gamma Iota Alpha Iota, das in der Antike wie heute bekannteste Werk, das mit seinem Namen verbunden wird, die sogenannte Bibliotheke des Apollodor, stammt vermutlich aus dem 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung und kann daher nicht Apollodor zum Autor haben. Als Zusammenstellung mythologischen Wissens der frühen Kaiserzeit ist sie aber eine wertvolle Quelle zur griechischen Mythologie. Textausgaben: Felix Jacobi, Die Fragmente der griechischen Historiker. Teil 2, 1929, Nachdruck 1962, Nummer 244. Fußnoten: Die Textüberlieferung der antiken Literatur und der Bibel, München 1975, S. 223.